Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Völkchen von Let's Play Diablo 3. Yo. Yo, und zwar sind wir im Garten der Hoffnung im Himmel, wo die, ja, obwohl das ein bisschen laut, muss ich nochmal runter machen. Wir sind im Garten, wo die Schwächlinge... Elfen, wollte ich schon sagen. Elfen, wollte ich auch Elfen sagen. Das ist ja gebraucht. Die schwächlichen Elfen. Nein, die schwächlichen Engel unsere Hilfe gebeten haben, weil sie mit dem Teufel nicht klarkommen. Wir müssen hier oben lang übrigens, ne? Wir müssen, glaube ich, auch diese. Hast du nicht diese Teufelsdinger kaputt? Ne, okay, was war nicht kaputt? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Alter. Ich weiß nicht, Teufelspickel, Mann, am Boden. Teufelspickel? Ja, ja. 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 Garten der Hoffnung, Ebene 2. Ich finde, das Gebiet sieht aber am coolsten aus von allen zusammen. Ja, da würde ich eigentlich auch gar nicht mal so ungern wohnen. Oh Mann, keine Chance. Was ist das? Angiris-Archiv. Das ja, Bücher. Über die Zukunft. Jo, ich lese gerade vor. Über die Gegenwart. Du liest vor? Ja, also der Typ hier. Hinter uns! Nicht genug Schicksals. Ein wichtiges Mitglied des Rats. Ah nein, ein riesiger Teufel kommt. Oh, tot. Verfügt über die Fähigkeit, die Fäden des Schicksals zu entschlüsseln. Da die Pickel, meine ich. Ja, die verderbten Auswüchse. Sein grenzenloser Blick erlaubt ihm Schatzsucher. Ansichten, die andere niemals voll nachvollziehen könnten. Na komm, läufst du in den Arsch. Fertig gesprochen, der Alter. Typ. Oh, wie viel Zeug ich gekriegt habe. Ich Materialien. Ich habe Materialien gekriegt. Ne, ich habe Haufen Gems hier, Diamanten und so ein Scheiß. Das sind ja auch Materialien. Ja, okay, das sind Gems. Ja, das sind Gems. Das sind Gems, ja. Ja. Wo müssen wir eigentlich hin? Wir haben keinen Marker, ne? Ich brauche Wut. Ne, jetzt alles zerstören. Alles zerstören. Guck mal, da hinten ist aufgespießter Engel. Ist von diesem Leid befreit. Hier sind komische Teufelsdinger. Bin da. Jetzt sind sie nicht mehr da. Jetzt sind sie nicht mehr da. Du hast doch nichts von dem Spiel gehört. Von wem? Von H1 Z1. Doch, gehört habe ich davon was, aber ich habe mir da kaum was drüber durchgelesen und auch keinen Trailer geguckt, falls einer bestehen sollte. Ich glaube, da besteht nur so eine Art Gameplay sogar schon. Ja? Keine Ahnung. Aber ich finde es gut, weil Zombies. Soll auf jeden Fall so, ja, DayZ, was man halt kennt mit Survival und so, aber auch dann wie Rust, wo du deine eigenen Gebäude und Dörfer bauen kannst, um dich zu verteidigen gegen andere Spieler. Was ich auch richtig interessant finde, ist This War of Mine, glaube ich, heißt es, oder irgendwie sowas. Das ist ein Spiel, wo man in einem Krieg ist, aber nicht als Soldat, sondern als Zivilist. Okay. Da muss man versuchen, irgendwie die überleben. Ja, den Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen und eben in dieser Welt, im Krieg, in dem Land zu überleben. Wie heißt das Spiel nochmal? This War of Mine oder Mine War oder irgendwie sowas. Also das ist schon draußen oder was? Nee, draußen noch nicht, das ist noch in der Mache, aber da habe ich auch ja, so ein Cinematic Trailer, ein bisschen was. Okay. Oder so ein. Ja, so ein richtiger Trailer mit Spielmaterial. Ist das ein Indie-Spiel oder ist das von einem. Weiß ich nicht, das sieht man nicht. Also, wie das dargestellt wird, ist die Grafik ziemlich gut. Könnte ein Ego-Shooter sein. Oder halt ein Action-Spiel, so aus der First Person. Ist aber eher mehr so Survival-Zeug, eben aus der Sicht eines Bürgers. Das ist aber eine ganz schön coole Idee, muss man sagen. Mal was anderes. Ja, auf jeden Fall. Deswegen werde ich mir das auch mal. Von den Call of Duty-Machern jetzt. Genau. Call of Duty 8, Civilian Warfare. Civilian Warfare. Wir kämpfen sie ihre Nachbarn mit allem, was der Garten hergibt. Genau. Werfen sie alles auf ihn, was die Scheune hergibt. Zerschmettern sie ihren Rasenmäher. Damit er keine Fahrzeugunterstützung mehr erhält. Fahrzeugunterstützung. Klar. Schatz, der Nachbar hat schwere Fahrzeuge. Er bringt ein Rasenmäher raus. Ich hätte eine Hundestaffel, gibt es eine Ameisenstaffel, die das ganze Bild war. Genau. Ach nee. Weib, hol den Gartenschlauch. Ich glaube, wir müssen den wieder abspritzen. Den wieder abspritzen. Das ist ein Flammenwerfer. Genau.
Kriegt einen Stromschlag und stirbt in Herzinfarkt. Oh man, Civilian Warfare, das ist aber auch was. Nee, aber dieses This War of Mine, das hört sich echt sehr cool an. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Weil die Idee gab's noch nicht. Und mein Inventar ist gleich voll. Warte mal kurz. Ich habe hier Inventar. Muss ich mal gucken, ne? Kennst mich ja? Ja. Guck mal. Ja, geht ja mal einkaufen und sowas. Ich, gucke mal ein bisschen rum. Mimi Scoop. Ach, und apropos, wir haben ja Level Up, da muss ich ja mal hier passive Fähigkeiten checken. Hast du passive Fähigkeiten bekommen? Ja, ich hab nur, weil ich Level mit 45. Oder nee, Quatsch, das war bei 50 bekommst du eine neue. Ja, aber das war wegen einem anderen Beruf. Das zieht Gegner zu euch heran, wenn ihr landet. Jetzt habe ich was Interessantes. So was wie ich, nur dass ich meinen Star oft einsetzen kann. Ja, warte, dann Zorn des Berserkers. Hab ich das? Manifestation und Abschlachten, ja. Und Drohruf. Verspotten, Heilkugeln, nee, verunsichern, einschüchtern. Ja, das passt jetzt eigentlich so, denke ich mal. Solange sich drei Gegner im Umkreis von 12 Meter befinden, erhöht sich euer Schaden um 20%. Das ist natürlich nice. Schau mal hier runter. Downschaden, Rüstungswert. Nee, ich mache jetzt mal hier kurz Rüstung weg. So, okay, wo? Alter! Nicht schlecht. Sieht aus wie so ein... Nennt man die gezeichneten Art-Dingsbums? Workart? Ja. So? Workart, ja. Glaube ich, heißt es, ja. Und das hat einfach nur eingefügt und dann machen sie ein paar Animationen rein. Trotzdem sieht es so krass aus. Ja, passt richtig geil dazu. Also mit Atmosphäre und so ein Scheiß, da haben es die Blizzardianer wirklich richtig drauf. Blizzardianer. Oh, hier ist noch ein Auswuchs der Hölle. Du hast einen Auswuchs der Hölle am Arsch. Ja, Alter, brüll mal nicht so rum hier. Diablo. Ja, bla. Komm, gehen wir mal weiter. Ich will den Endgegner töten. In Diablo. Zwei Schlägen tot oder so. Garantiert. Ich hab die noch, warst du noch so krass in Erinnerung, ey. Die waren früher so stark. Alter, wie wir die zernatzen, ey. Das ist doch nicht fair. Ich glaube, die NPCs sollten ihren Schwierigkeitsgrad mal runterschrauben. Und ein Goldener, guck mal, da keine Chance gegen uns, siehst du? Naja, komm. Kennst du? Was kenn ich? Ja, das mit den Gegnern hier. Ach so. Nee, es war eigentlich nur gerade ein Mario Bart verarschen. Ja, keiner war nichts in meinen Augen. Ja, komm auf zu labern. Oculus zur Hölle, Oculus. Auf der nächste Scheißengel, ey. Ihr habt meine Erwartungen weit übertroffen, Nephalem. Aber wir dürfen. Ja, komm in die Schnauze jetzt. Komm die Schnauze. Meine Fresse, wie einem aufhalten. Die Folge immer noch, komm mal die Schnauze jetzt. Ja. Ihr ewiges Licht erhält selbst die finstersten Seelen. Ja, können wir jetzt mal weitermachen hier. Vorgang Maltaels ist es an Aurie, dem Angiris. Ihr lebt. Ja, mein Freund. Ich bin wieder bereit, an eurer Seite zu kämpfen. Na, keine, na, hier. Rassismus und so ein Scheiß, du Drecksjude. Der Scheiß Neger, nee, kann ich ja auch nicht mehr sagen, Negerkuss. Der Scheiß Zigeuner auch, kann ich auch nicht mehr sagen. Rotationseuropäer. Ich verstehe es endlich. Betrete den Kristallsaal. Ja, gegen ich kann erst zu meinen Verbündeten stoßen, wenn ihre Schlacht beendet. Oder wollen wir zuerst in die Stadt oder danach? Lass uns mal bitte erst in die Stadt. Zuerst. Ja. In die Stadt der Top-Legendär ist wieder für mich, da brauche ich ein leeres Inventar. Ja, bei mir auch. Ich habe einen Gürtel im Inventar, den ich hier checken muss. Einen Gürtel. Krass, ich habe sogar einen glänzenden Amethyst gefunden. Wie? Amethyst. Amethyst. So. Ich muss jetzt mal den Sound runter machen schon wieder. Ey, das ist so scheiße, Mann. Ich hatte das so schon eingestellt von der Lautstärke her, ne? Und jetzt wegen Skype-Scheiße, alles hier, kennst du nicht. Alles scheiße und hast nicht deine gesehen. Deine Mama und hast du nicht gesehen und hast du noch weniger gesehen und hast du überhaupt nicht gesehen. Ja. Wo ist denn der scheiß Handwerker da? Na, nicht der Handwerker. Ich will zum coolen Handwerker.
Machi, hast du schon mal den Schmied, hast du doch jetzt auch auf Stufe, was weiß ich, ne, auf Stufe 10. Oh, mein Spiel, damit, ach, mein Schmied, der ist schon, geht's gar nicht. Schau mal über seinen Kamin, was dir da auffällt. Mach ich gleich. Erstmal hier die Scheiße, dann mach ich das. Edelstein entfernen. Mach doch einfach kaputt, Junge. Nein, ich will ihn entfernen und dann kaputt machen. Ganz der Logische hier. Ultra. Oh, ich schmeiß extra Geld raus. Ich bin richtig unnötig. Alter, komm, die 12.000, das ist ein Zehntel von dem, was ich hab. Ich hab auch 332.000, aber trotzdem wäre ich nicht zum Fenster raus. Ja, halt die Schnauze, du Poser. Du Poser. Du bist ein Poster, bist du. Poster bin ich. So, jetzt mal 4.400 Schaden. Aufpassen, 4.400. 4.970. Ich hab 3.900. Du bist so ein Lappen, bist du. Deswegen hab ich ein Schild. Ich hab's mit dem Abenteurerleben versucht. Das war nichts für mich. Kommst du bitte? Nee, ich würde dir gerne noch meine Sachen verkaufen, dann komme ich. Hat der auch so ein Gimmick drinnen? Nee. Weiß ich nicht. Aber der Schmied, der hat ein Gimmick drin. Kannst du mir erzählen, was du willst. Legendärer Gürtel, das ist ja kacke. 10 Wut. Stufenanforderung 4 reduziert, bla bla, Stärke, bla bla. Gewährt 22 Leben pro verbrauchter Wut. Naja. Naja, ob sich das so auswirkt bei 23.000 Leben. Aber ich kann es mal probieren. Ich meine, macht ja nichts. So, verticken. Ein Winterfärbemittel hat er. So. Dann gehe ich jetzt noch hier zu meiner Beutetruhe. Mach mir die restlichen Edelsteine rein und dann komme ich. Also einmal ein Diamant. Weilrüstung und was noch? Fehlerhafter, ledierter Diamant. Hast du einen Diamanten? Könnte sein. Diamant oder fehlerhaft oder sowas, damit ich mir hier ein bisschen was zusammenbasteln kann. Cool, wenn du eine weiße Rüstung rockst, die Shit aus den Scheiße. Aus der shittige Scheiße. Oder ein makelloser Rubin oder ein Rubin. Ich habe einen perfekten Diamant 5-mal. Ja, kannst du mir 2 geben? Ey, ich habe dir ultra die Einhandwaffe gegeben, du Spaß. Ja, ist ja okay, Junge. Ist ja ganz. Bleib mal ganz cool. Ja, cool. Alter, ich will dir nur 2 geben. Wie kann ich denn die Items trennen? Mit Shift, glaube ich. Mach mal im Inventar mit Shift trennen. Okay, ist mit Shift. Guck mal. Ja, stimmt. Ja, oder mit Steuerung geht auch. Hat er rausgeworfen. Muss ich schon meine perfekten Diamanten abgeben, ey. Ja, deine perfekten Diamanten. Und ich mache mir daraus jetzt einen quadratischen Diamanten. Alter, ich bin so ein richtiger Jude, ey. Schicke, schicke, Mann. Ich hab die Hälfte meiner Truhe nur mit Edelsteinen voll. Ja, es sieht bei mir aber nicht anders aus, nur ich hab so eine scheiß Piss-Edelsteine. Ah, und ich hatte da. Hä, wieso hab ich den Gürtel drin? Wo kommt der Gürtel her? Wo kommt der Gürtel her, ey? Na, so ein Backup-Gürtel. So, herstellen, dann gehe ich jetzt mal. Was hast du? Ups. Herstellen. Beim Schmied. Über seinen Kamin. Fällt dir was auf? Hallo, ich will den. Ah, Gürtel verticken. Ja, mach ich beim Schmied. Über dem Kamin. Ja. Ja, die Luft wabbelt. Nee. Welche Stufe? 10. 10. Warte, ich will erstmal verkaufen. Wieso? Ah, ich kann den Gürtel nicht verkaufen, dann schmeiße ich ihn weg. Stufe 8, okay. 9, 10. Habe ich mal eben aufgerüstet. So, über dem Kamin. Über den in der Mitte oder was? Ja. Oben drüber? Ja. Ich sehe da gar nichts. Ist da nicht das Trollgesicht? Von WoW. Ach, du meinst das? Ah, ich habe jetzt oben drauf auf dem Kamin Schlot hier, habe ich. Ach jetzt so, nee, über der Flamme. Da, wo die Ketten festgemacht sind. Genau. Ja, ist ein Trollface. Ja. Gibt's Troll in Diablo? Ich weiß es nicht. Nein. Also es ist von WoW. Also es ist ein Gimmick an WoW. Ja, ist ja nicht Blizzard oder so. Ja, okay, also porten wir uns zurück. Wir haben nur noch 5 Minuten! Au! Abmarsch! Abmarsch!
Kommst du? Ich nehme die 3. Nimm mal die 3. Ich nehme die 3. Die 3. Ich nehme die 3. Ich nehme die 3. Ah, Mann. Ich nehme die 3. Genau, ich nehme die 3. So ging das. Genau. Ich nehme die 3. Ich muss aber auch ewig rumfuhren. Wie war das scheiß Dialekt jetzt schon wieder? Ich nehme die 3. Ja, von den Elfen hier. Guck mal, das sind 3. Jetzt sind 6. Jetzt sind 9. Jetzt sind alle tot. Ja, jetzt sind alle tot. Ihr! Euresgleichen hat hier nichts zu suchen. Ja, Imperius, halt die Schnauze. Wenn ich euch noch einmal sehe, werdet ihr sterben. Komm doch her, du kleiner Lappen, Alter. Guck mal, weißt du, wohin er sich jetzt geportet hat? Zu seiner Mama. Der hat sich jetzt zu seiner Mama geportet. Sich genug ausgeweint gegen Diablo und jetzt vielleicht. Und hier ist ein Porter, ich werd irre, ey. Und den brauch ich jetzt auch nicht mehr. Bist du einfach reingegangen jetzt? Nein, ich nicht. Ich hänge noch mit Monstern fest gerade. Lass mich durch. So, jetzt. Zwischensequenz. Diablo hat vor, den Kristallbogen auf dem silbernen Turm zu verderben. Wenn er das schafft, werden die Himmel fallen. Alles ist auf diesen Moment hinausgelaufen. Tyrael und ich werden uns bis zur Spitze durchschlagen, wo ich Diablo endlich gegenübertreten werde. Spitze. Ja, gluck, ich hab grad was getrunken. Nein. Was dagegen, dass ich lebe? Nee. Wieso, wieso folgt dir der Tyrael? Lauf einfach weiter, lass die Typen hier in Ruhe, die können uns eh nix. Ja, bla. Ah, guck mal hier, orangener, lilaner, blau, grün, gelb. Wo? Hier unten. Der hat voll viel Leben, ja. Aspekt der was? Aspekt des Schrecken, super, Diablos herrollt. Er soll sich mal stärkere Verbündete versuchen. Verbündete. Verbündetere. Was? Verbündete. Hast du Probleme oder was? Na, ich hab zu viel Drogen, das sind die Drogen. Das sind die Drogen, ja, warte mal, da muss ich aber kurz. Da mach ich mir bei mir jetzt ein bisschen. Das kaputte Video, ey. Was denn am Wutreit? Also wir sind's in der nächsten Folge. Nee, ich hab hier gerade mal nur Leben gemacht hier. Rüstung. Achso, ja. Rüstung ist so ein Scheiß. Weil die eine Fähigkeit, die ich als passiven Punkt hatte, die hat nicht so gerockt. Ja, hör aus Labern auf, Mann, ich will kämpfen jetzt. Ich brauch Blut! Voll wichtig für die Story und so. Ach, diese fucking Dinger hier, die können uns gar nichts, die können uns nichts. Gut. Ruhe! Ja, Truhe und Trüher. Ach, da gibt's, es gibt eine neue Zeitung. Soll ich dir sagen, wie die heißt? Truhe. Nein. Diablo. Nein, viel geiler. Kot und Köter. Was behindert die Zeitung? Aber du meinst nicht die Bild, oder? Nee, Kot und Köter, das ist eine Zeitung für Hundefeinde. Jetzt ungelogen. Achso, für mich also. Von einem Journalisten, der hat eine Zeitung gemacht, Kot und Köter für Hundefeinde. Also ich mag Hunde, aber ich finde den Namen einfach nur ultra genial. Kot und Köter. Ich mag keine Hunde und ich finde den... Okay, also ab jetzt laufen wir getrennte Wege. Okay, ciao. Ohne Scheiß, magst du keine Hunde? Nee. Wieso denn? Weiß nicht, ich bin eher der Katzenmensch. Ja, von mir aus, du magst keine Hunde, aber du hast sie doch nicht, oder? Nein, das nicht. Ja, dann ist ja okay. Aber das ist jetzt, Kot und Köter ist wirklich für Hundefeinde. Kot und Köter ist für Hundefeinde. Für das deutsch-hunde-hassige Aria-Volk. Was? Alter, was ist denn bei dir kaputt? Ohne Scheiß, du digitierst von Jude zu Nazi. Nee, zum Nazi-Hund? Ja. Nee, also zu allen Leuten, die das hier zuschauen, ohne Scheiß, bitte, das ist nicht ernst gemeint, jedenfalls nicht von meiner Seite. Von meiner Seite aus ist das nicht ernst gemeint, dieses ganze judenfeindliche und hast du nicht gesehen, wir verarschen uns ja selber. Nehmt das nicht zu ernst, zeigt uns nicht an. Wir brauchen den Job. Zeigt das nicht an. Oh Mann, ja, bei dir muss ich Angst haben, dass ich hier bald einen Brief krieg. Naja, komm, wie viele andere Let's Player machen das auch. Ja, wie gesagt, ist halt echt nicht ernst gemeint. Ist nur scherzhaft gemeint. Und wenn sich dadurch jemand angegriffen fühlt, dann soll er es bitte in die Kommentare schreiben. Dann entschuldigen wir uns auch. Ist jetzt nicht so das Problem. Ne, Kevin? Ja, und ich stelle später auch den Link rein zum
wie heißt es, Code und Köter-Link zum Abonnieren. Oh Mann, da habe ich was losgetreten, ey. 20 Code und Köter. Ach ja, nee, herrlich. Vor allem, wie du dich reinsteigerst. Beim ersten Mal war es dir scheißegal, ne? Und jetzt hast du es 5 Mal gesagt, da feierst du dich jetzt total ab. Ja, ist immer so bei mir. Wo müssen wir denn hin? Ach, wir müssen die Engel hier befreien. Nee, überquert die Spanne des... Ja. Vielleicht willst du ein bisschen Epilepsie oder so ausrichten mit der Karte gleich. Elepepsie. Gefolterte Engel. Ja, ja, mach du mal deine gefolterten Engel und ich mach hier weiter. Ach, apropos, tut mir leid, wir haben zu viel geredet. Kevin. Was? Es ist Zeit. Ja, komm, du warst 5 Jahre im Shop. Ja, okay, dann lege ich noch 5 Minuten drauf. 5 Minuten? 5 Minuten gibt er euch. Ja, 5 Minuten, dann machen wir mal Hammerfürste kaputt. Das geht noch nicht. Oh, na, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr 5 Sekunden. Passt schon. Ja, können uns doch nichts entgegensetzen. Guck dir das mal an, das ist doch traurig. Ach komm, lass mich doch mal vorbei jetzt. Halt. Ja, guck mal, unten ist Goldener. Insignius der Verleumdete. Komm her, Kevin. Ja, Kevin. Ja, der friert an. Nein! 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 Ja! Nein! 3-2, du Arsch! Alter, das ist doch nicht den hier ernst. Ey, wie lange war ich denn eingefroren? Was ist das für eine Scheiße? Geil, ey, geil. Ohne Scheiß. Boah, aber ey, fuck, guck mal, Alter, komm mal her, ey. Ich bin gleich wieder tot, ey. Ich sag's, ich muss hier raus aus der geschrieben Scheiße. Immer noch drin, ne? Alter, boah, jetzt bin ich aber auch weg. Nein! Alter, was sind das für Dinge, die hier kompiliert haben, Mann? Boah, wie lange war ich eingefroren? Ja, ach so, ging's ja letztes, bis ich konnte nicht mehr mich healen, Alter. Aber ich bin nicht gestorben, Spaß, aber ich auch nicht. Ey, das ist ja krass, das geht ab hier. Das ist jetzt, glaube ich, seit 10 Folgen mal wieder der erste Part, wo wir hier wirklich am... Alter, und ich habe hier 5 Bilder pro Sekunde, ey. Lass mich doch mal jetzt in Ruhe. Alter. Ey, ich hab viel zu viel Cooldown für meinen Heiltrank, ohne Scheiß. Nicht genug, ich brauche mehr Zeit. Ja. Bist du da? Alter, bist du da? Ja. Boah. Boah, endlich alle ausgeschalten, ey, die kleinen Fisser. Ja, Gott sei Dank, ey. Vereisungsimpuls, alter Schwede, ey. Boah. Nicht schlecht. Das hier erstmal schon alles aussammeln, Gold. Was ist denn das für ein unfaires Kampfsystem eigentlich in der Discovery? Ich weiß es nicht. Was habe ich denn aufgesammelt hier? Zweihand? Unbalanced ja. Bis zum geht nicht mehr. Genau, ey, aber ohne Scheiß. Ups. Krass, ey. Also, da habt ihr gesehen, ist mir wieder hier ein bisschen Action. Also, friert dich ein. Aber richtig krass. Und du bist gestorben und ich nicht, ne? 3-2. Ja. Ja, passiert. Guck mal, weil du gestorben Licht. Bist, folgt mir jetzt Turail. Dachte sich mit dem persönlich nichts mehr zu tun haben. Oh Mann, und da unten ist schon hier der Eingang. Ist da ein Teleporter? Jetzt machen wir einen Cut. Ja, jetzt machen wir mal Cut. Die große Spanne. Ja, dann würde ich sagen, nach diesem wunderbaren, epischen Kampf, in dem Kevin gestorben ist, 3-2, ne? 3-2 steht es jetzt. Fick dich, ja. Machen wir jetzt einen kleinen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht über die große Spanne zum Silbernen Turm. Bis dahin. Bis dann. I don't think it's safe here.